that, yeah. Ich rieche doch etwas. Es riecht wie... So süß duftet nur der Geruch des Todes. Was ist das? Es scheint zumindest kein Mensch zu sein. Jedoch ist es auch keines dieser Ungeheuer. Was es auch ist, es riecht nach großem Unheil. Was ist denn los mit dir? Bei dem Monster gestern hast du keinen Finger gerührt. Aber jetzt? Jetzt packst du die Klinge aus, wenn eine nette kranke Dame mit uns sprechen will. Weißt du was? Nun bin ich mir sicher, dass du blind bist. Du siehst gar nichts. Und du hast ein überaus lautes Organ. Jedenfalls freue ich mich über die Gesellschaft. Schön, aber warum seid ihr hier? Ihr seid Mönch, wieso halten die euch gefangen? Ich hatte vor, mir ihr Monster aus der Nähe anzusehen, doch in der Nacht zuvor brachte man mich hierher, als ich schlief. Warum genau? Tja, vielleicht ist die Antwort die Erklärung für die ganzen verschwundenen Menschen in diesem Dorf. Wie? Übrigens erinnere ich mich daran, dich schon mal gesehen zu haben. Ihr habt ihn gesehen? Ich dachte, ihr seid auch blind. Nun ja, ich und andere sehen Dinge, die für Sehende immer unsichtbar bleiben werden. Und ich bin mir sicher, diesem Jungen schon einmal vor langer Zeit begegnet zu sein. Moment mal, was heißt das, ihr seht Unsichtbares? Ich erkläre es dir an einem Beispiel. Du erscheinst mir gerade als eine hübsche kleine weiße Flamme. Eine Flamme? Anders ausgedrückt, ich sehe deine Seele. Wir sehen also das Innere, nicht das Äußere, verstehst du? Die Seele. Ah ja. Also könnte es sein, dass mein namenloser Kamerad hier auf dieselbe Art sehen kann? Ja, das könnte schon sein. Dann hat er eben die Klinge gezogen, weil... Was habt ihr? Was ist jetzt los? Da ist etwas. Irgendetwas geht vor sich. Es ist dunkel, ich kann nicht sehen! Nur keine Angst. Uns geht es immer so und wir leben noch. Das ist egal. Komm mit. Das heißt, der Kerl muss durch die Gegend ziehen und Monster erlegen und so bekommt er seinen Körper zurück, oder was? Ja, es macht auf mich zumindest ganz den Anschein. Irgendjemand muss vor seiner Geburt einen Pakt mit den Dämonen geschlossen haben. Und er war dabei das Bauernopfer. Das ist doch voll gemein! Irgendjemand erfüllt sich einen Wunsch. Und mein Freund verliert dabei alles. Ja, sogar die Sinnesorgane hat man ihm geklaut. Ja, ja. Wer so einen Handel abschließt, muss sich auf einen Höllenritt gefasst machen. Aber was wollen die Monster denn mit den ganzen Körperteilen? Von so einem kleinen Augapfel werden die doch ganz bestimmt nicht satt. Wer weiß das schon? Vielleicht gibt ihnen dieser Spaß ein Hochgefühl. Was soll das denn bedeuten? Hey, großer Bruder, du bist ja wach. Na sowas. Das bitzelt schön, oder? Ich verstehe. Er verspürt wieder Schmerz. Yeah.